Ja, meine Freunde, erstmal herzlich willkommen zurück bei Real Nico. Wir legen heute mal direkt los, ohne Intro, ohne Schnickschnack und fangen direkt an mit dem, was mich beschäftigt. Und das geht heute um, wir haben 6 Tage nach dem Abstieg und es hat sich noch nichts getan. Wir haben eigentlich immer noch 0 Klarheit, 0 Sicherheiten, 0 irgendwelche Statements, gar nichts. So, es ist immer noch faktisch momentan so, dass die Personalie Frank Baumann sehr umstritten ist. Für den, die sich interessiert, meine volle Meinung dazu zu hören, schaut euch gestern das Video an. Meine Abrechnung mit Frank Baumann haben mittlerweile 6.800 Leute gesehen. Kuss geht da an der Stelle raus. Da seht ihr meine vollkommene Meinung zu dem ganzen Thema mit Frank Baumann. Aber dann möchte ich mich heute gar nicht so sehr beschäftigen. Ich möchte nur eine Randnotiz noch einwerfen. Geht mal bei der Deichstube auch vorbei. Da gab es eine Abstimmung, wo über 50.000 Leute mitgemacht haben. Ratet mal, was 84% davon gestimmt haben. Richtig. Kein zweite Liga-Umbruch mit Frank Baumann. Ah, na sowas. Naja gut, lassen wir das mal gerade so beiseite. Gucken wir mal, was ist denn eigentlich mein Problem? Warum hat sich nichts getan, Nico? Warum stört dich das denn jetzt gerade? Na, ist relativ einfach. In 3,5 Wochen beginnt die Vorbereitung. Ja, sowas. Und, wie stehen wir auf dem Platz? Ohne Trainer? Mit einer Mannschaft, wo eigentlich vielleicht dann noch die Hälfte gehen wird? Mit Neuzugängen, die aktuell noch gar nicht existieren, mit einem Felix Agu-Gerücht und einem Capino-Gerücht, die eventuell gehen werden. War gut. Alles so ein bisschen schmeichelhaft, würde ich sagen. Behrens vielleicht der einzige Neuzugang stand jetzt, wenn er eben dann auch wirklich kommt. Klar, sieht es danach momentan aus oder sieht gut aus, aber man weiß, da ist auch noch nicht fix. Und das ist halt nur mal ein Fakt. Und an Fakt müssen wir uns in dem Moment halt halten. Des Weiteren haben wir das nächste Problem, wie gesagt, das größte Problem, Trainer. Es wurde eigentlich gesagt, dass im Mai noch der neue Trainer vorgestellt werden soll. In dem Moment, wo du eigentlich schon wusstest, nach dem Augsburg-Spiel und spätestens nach dem jetzt der Abstieg feststand, musstest du ja irgendwo Trainerkandidaten im Auge haben. Es wurde auch offenkundig so kommuniziert, dass es schon Gespräche gab mit Trainern. Jetzt bin ich hier und frage mich, wie weit sind denn die Gespräche? Wie läuft es denn da? Also wenn wirklich ein Trainer verkündet werden soll im Mai, dann soll das ja diese Woche noch passieren. Ihr werdet jetzt auf jeden Fall mitbekommen hier auf dem Kanal, ist ja klar, wenn es eben einen Trainer da gibt. Aber offenkundig ist bis jetzt eben nichts passiert. Und das macht mich traurig, denn jetzt wird vielleicht der eine oder andere kommen und sagen, ja Nico, aber es sind ja 3 Abgänge da, ja, die vorher feststanden. Gebe Selassie, Moisander, habe ich euch gesagt vor 3 Monaten schon, dass das Kapitel durch ist. So, habe ich euch vor 3 Monaten schon erzählt. Dann Davy Selke bei dem Abstieg, dass der nicht gekauft wird, war auch klar. Also auch nichts Neues. Komm, machen wir weiter. Eben, ist nichts da. Es ist einfach nichts da, es ist einfach nichts passiert. Also gibt es da auch nichts groß zu berichten. Und das macht halt auch irgendwie so ein bisschen stutzig, traurig, wenn man im Blick das Ganze hat, dass man sagt, man will nächste Saison den Wiederaufstieg schaffen und es tut sich irgendwie gefühlt nichts. Die Kandidaten, wo man sagt, okay, die werden wahrscheinlich uns noch verlassen, das wird vielleicht auch noch ein bisschen was brauchen. Die hat man ja eher auf dem Schirm, aber jetzt die Gerüchte, die bis jetzt kommen, wo Spieler uns verlassen könnten, Agu und Capino sind eigentlich Leute, die ich fest in der 2. Liga einplane. Des Weiteren stört mich eine Sache ganz besonders. Es gab bis jetzt noch nicht einen Spieler, der sich hingestellt hat und gesagt hat, nächste Saison, ich werde alles dafür tun für den Wiederaufstieg. So, für den Wiederaufstieg und mach da Vollgas. Und mir ist egal, auch dass wir jetzt in der 2. Liga sind, ich will Teil davon sein bei dem Wiederaufstieg und bleibe Werder treu in dem Sinne. Jetzt, während ich das sage, habt ihr vielleicht eine Sache gemerkt? Habt gerade eben nicht bei Instagram was gepostet. Nick Wolzemade hat sich dazu entschlossen, dies nicht zu schreiben. Hat geschrieben, dass er sich freut und alles dafür tun wird, für den Wiederaufstieg und sich in der Vorbereitung voll reinhängen wird. Erstmal an der Stelle Respekt und ganz viel Liebe in dem Moment raus, weil das sind Worte, die ich mir von einigen Spielern wünsche. Nicht von allen. Es gibt auch Kandidaten, die ich schon in meinem Kopf gestrichen habe. Aber von einigen Spielern wünsche ich mir genau so Statements. So, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wie ihr das Ganze seht oder beobachtet, aber mir fehlt das gerade so ein bisschen. Auch wie gesagt, dass sich da einfach irgendwie gefühlt, das tut sich einfach irgendwie gefühlt viel zu wenig. Vielleicht ist es auch so, dass nächste Woche wir da sitzen und sagen, boah, jetzt knallt es auf einmal, jetzt kommt da Abgang, da Zugang und da Trainer vorgestellt. Kann auch sein. Kann auch sein, dass wir da ein Stück was zufriedener sind. Dieses Video hier ist eine Momentaufnahme, wie ich mich jetzt gerade fühle. Und ihr sollt natürlich auch in die Kommentare reinschreiben, wie ihr euch jetzt gerade fühlt mit dieser Situation. So. Und wie ihr das Ganze so, sag ich mal, beurteilt. Weil eine Sache steht halt fest, so wie es jetzt gerade ist, das kann halt nicht so weitergehen bis zur Vorbereitung. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ne? Ja,
Natürlich gab es auch andere Spieler, die jetzt was geschrieben haben. Das fand ich auch ganz gut, sage ich mal, dass die da auch sich an die Werder-Fans gerichtet haben. Bei Instagram-Posts könnt ihr das alles nachschauen. Haben sie, wie gesagt, ja öffentlich gemacht. Finde ich alles gar nicht schlecht, dass sie sich da auch entschuldigt haben und wissen, was das auch heißt für die Werder-Fans und wissen auch, dass sie dankbar sein können, dass sie trotz allem da so hintergestanden haben, hinter der Mannschaft und hinter dem Ganzen, dass man so Support kriegt, ist nicht selbstverständlich. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut, dass sie das gesagt haben. Keine Frage. Aber du hast ja auch bei vielen Statements so ein bisschen rauslesen können, boah, ob der jetzt nächstes Jahr dann noch da ist, schwierig. Wenn dann so der Satz dann beendet worden ist mit ich bedanke mich bei allen, Punkt. Und dann zum Beispiel Nick Wolte war da, beendet den Satz mit ich hau mich in der Vorbereitung voll rein und werde alles für den Wiederaufstieg tun. Dann liegen da schon gefühlt Welten zwischen so Aussagen. Und ich weiß, dass auch ein Schmied, den wir wiederbekommen werden, den Niklas Schmied, nicht den Romano, der wird auch Richtung Vorbereitung sich voll reinhauen und alles dafür tun, um nächstes Jahr Teil des Zweitliga-Kaders zu sein. Ich kann mir das auch gut bei einem Goller vorstellen. Aber, oder auch Jojo Eggestein finde ich komplett legitim und auch gut, dass er das so verpackt hat. Ich weiß nicht, wer von euch das jetzt genau mitbekommen hat. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Jojo Eggestein hat gesagt, dass er eben eine Sache unbedingt möchte und zwar eine Perspektive aufgezeigt bekommen, was völlig legitim ist. Der Junge hat eine erfolgreiche Saison hinter sich, hat immer an Ansätzen vorher auch schon gezeigt, was seine Stärken sind. Das ist eben der Torabschluss. Vorne drin, das ist sein Gebiet. Und mit dem musst du auch nächste Saison planen. Du brauchst halt auch einen Trainer, der mit jüngeren Spielern da einfach kann. Das ist das Wichtigste aktuell. Ja, und deswegen finde ich das völlig legitim, dass Jojo Eggestein sich dahingestellt hat und gesagt hat, das Wichtigste für mich ist, dass ich eine Perspektive aufgezeigt bekomme. Und genau das, Jung, musst du auch kriegen. So. Und eigentlich von dem Manager jetzt. Der Manager müsste sich jetzt hinstellen und sagen, hör mal Jojo, hast du eine geile Arbeit geliefert. Hier kriegst du Vertragsverlängerung, weil du hast noch einen Vertrag. Kriegst direkt in die Verlängerung rein und wirst nächste Saison Teil unserer unseres Wiederaufstiegskaders werden. So, das ist wichtig, dass so Aussagen müssten jetzt eigentlich getroffen werden, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, das ist jetzt einfach gerade bei mir so im Kopf. Ich würde sagen, wir gehen heute Abend mal live und quatschen mal wieder zusammen über das Ganze. Könnt ihr mal gerne hier unten reinschreiben, einfach Uhrzeiten, die ihr gerne hättet, wo wir live gehen wollen würden. Ich peile so 17:30 an, circa. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da in alter Frische wieder. Ich freue mich auf den Livestream. Natürlich machen wir Discord an, damit ihr auch eure Meinung dazu sagen könnt. Nein, dafür steht der Kanal. Und da bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Real Nico und ciao.